Auch 3 Monate nach der Parlamentswahl kommt das krisengeschüttelte Moldawien nicht zur Ruhe. Präsident Igor Dodon hat ein Dekret zur Auflösung des Parlaments und der Regierung annulliert. Zuvor hatte das Verfassungsgericht des Landes die Regierungsbildung für illegal erklärt und Dodon entmachtet. Zwischen dem prorussischen Dodon und dem einflussreichen Oligarchen und Chef der bisherigen Regierungspartei Wladimir Plahotniuc ist ein Machtkampf entbrannt. Nach monatelangem Ringen um die Regierungsbildung und kurz vor dem Ablaufen einer Frist für Neuwahlen bildete sich praktisch in letzter Minute am Wochenende eine Kompromisskoalition aus prorussischen und proeuropäischen Parteien. Am Samstag wählten die Volksvertreter in der Hauptstadt Chisinau die proeuropäische Parteichefin Maia Sandu zur neuen Regierungschefin. Doch Oligarch Plahotniuc protestierte beim Verfassungsgericht wegen der angeblich nicht fristgerechten Bildung einer neuen Regierung. Die neue Ministerpräsidentin sagte unterdessen den antidemokratischen Kräften und den Oligarchen des Landes den Kampf an. Auch die russische Regierung äußerte sich positiv zum neuen Regierungsbündnis. Moskau wirft Plahotniuc illegale Finanzgeschäfte vor. Moldawien mit seinen 3,5 Millionen Einwohnern liegt zwischen der Ukraine und Rumänien im politischen Spannungsfeld zwischen Russland und der EU.